In Overlord gibt es Gegenstände, im Spielerjargon meistens Items genannt, in jeder Form und Farbe. Jeder Effekt ist denkbar und lässt sich sehr wahrscheinlich sogar in gesteigerter Form finden. Es gibt Mecha-Suits, overpowerte Teile, die eine ganze Welt verändern können, wie overpowered ist das bitte, und wieder andere, die absolut nichts können. Okay, ich weiß, ich habe zwar hier kein passendes Beispiel, aber ich finde Klimp ganz passend. Jedenfalls mein Punkt ist, dass es so ziemlich alles nur Erdenkliche gibt. Eine besondere Unterkategorie an Gegenständen sind jene, die es einem möglich machen, sein Aussehen, seine Spezies und Eigenschaften zu verändern. Man legt seine Gestalt ab und man wird etwas vollkommen anderes. Mit anderen Worten, man packt sich ein paar Flaggen in die Twitter-Bio. Mit anderen Worten, ein Rassenwechsel. In Overlord kann man als Mensch untot werden, indem man nach dem Tod als Zombie oder Vampir oder so ein Scheiß reanimiert wird von einem mächtigen Nekromanten oder sowas. Oder man führt einen Rassenwechsel via passendem Ritual und Item durch. Jeder Rassenwechsel hat gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Eine solche Bedingung ist, dass man zuvor eine kompatible Rasse hat. Oder einfach ausgedrückt, damit es auch der letzte Kevin in der Reihe versteht, Mensch kann untot werden, Untot kann nicht Mensch werden, SpongeGar Foifoi. Versteht ihr, was ich meine? Es ist zum Beispiel unwahrscheinlich, dass ein Dämon zum Engel werden kann oder andersrum. Wir haben zwar keine genaue Liste für das Ganze, aber scheinbar können Menschen zu so ziemlich jeder Rasse konvertieren, aber viele dieser erlauben es eben nicht, dass man zurückgeht. Schritt 2. Du musst irgendetwas erledigen. Ob das auch wirklich alle Rassenwechsel-Items zutrifft, weiß ich gar nicht, das ist nicht bekannt, aber in der Regel muss man etwas als Tribut anbieten für den ganzen Spaß. Es kann ein Item sein, oder Gold, oder vielleicht muss man einfach einen bestimmten Zauber oder sowas erlernen. Oder man muss den Scheiß tun, den Renair machen musste, und ein ganzes Waisenhaus samt Personal mit einer großzügig angerührten, leckeren Suppe vergiften. Ja, waren süße paar Stellen, oder? Tja, jetzt nicht mehr. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann ist man oft so eine Mischung aus Mensch und Imp. Offiziell ist sie jetzt zwar ein Dämon, aber inoffiziell ist sie mehr Mensch als das. Sie hat erst einen Punkt in Imp dadurch dazu bekommen. Desto mehr sie in Dämonenklassen erhält, desto mehr sieht sie auch wie eine aus. Und von da an aus greift auch die normale Regeln für Rassenklassen. Mit anderen Worten, umso mehr Punkte in beispielsweise Imp, bekommt sie mehr Resistenzen oder rasseneigene Spezialitäten. Vielleicht bekommt sie ja genau wie Demiurg im Laufe der Zeit seinen Imp-Schwanz. Könnte passen, aber naja, wir werden sehen. Aber Yggdrasil war Yggdrasil. Die neue Welt ist was ganz eigenes mit seinen Level-Obergrenzen und dem ganzen Scheiß einfach. Nach einem Rassenwechsel ist es also gut möglich, dass man auch weiter als Level 19 als talentloser Mensch leveln kann. Aber ich glaube, das kommt auf den Bereich an, worin man leveln möchte. Nehmen wir mal Klimp, er ist ja als Nahkämpfer nicht gerade der typische Imp. Renair dann aber schon eher. Also es kann sein, dass das neue Level-Obergrenzen erschafft oder weiterhin Limitationen setzt. Vielleicht kann ja Klimp nur noch schwächer werden, das wäre funny. Grüße an Karottenfreak. Aber ja, das ist auch schon alles, was wir über Rassenwechsel-Items wissen. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Eventuell interessiert dich auch mein letzter Upload oder welches Video auch immer darunter verlinkt wurde. Kanalmitglieder können diese Videos vor allen anderen sehen, probiert es doch mal aus. Und wenn euch Overlord-Content generell im Allgemeinen interessiert, tja, dann weißt du, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal und ciao.